Hallo und willkommen. Viele haben oft das Problem, dass sie nicht wissen, was sie ihrem Vater schenken sollen. Anlässe wie der Geburtstag, Weihnachten, Vatertag oder Ostern bringen vor allem die Töchter zum Verzweifeln. Oft liegt es einfach nur daran, dass man sich unsicher ist, was dem anderen Geschlecht besonders gut gefällt und vor allem, was dem eigenen Vater gefallen könnte. Glücklicherweise gibt es im Internet eine Vielzahl an Geschenkideen, bei welchen auf jeden Fall etwas für den Vater dabei ist. Kaum jemand kennt deinen Vater so gut wie du. Nimm dir am besten ein paar Minuten Zeit und schreibe alle seine Hobbys und Interessen auf. Überlege genau, über welche Dinge dein Vater sich freuen würde. Kriterien wie Hobbys, Interessen, Persönlichkeit und Umfeld helfen dir, personalisierte Geschenkideen zu entwickeln. Wer nicht allzu viel Geld zur Verfügung hat, kann auch seine Geschwister oder Familienmitglieder fragen, ob sie sich bei einem Geschenk beteiligen möchten. Für bierbegeisterte Väter ist ein Bierbrauset doch eine tolle Geschenkidee. Mit der Braubox bekommt man alle dafür benötigten Zutaten, eine Brauanleitung und die Utensilien, die man neben einigen Küchengeräten zum Brauen und Abfüllen des eigenen Bieres benötigt. Der Prozess dauert insgesamt 7 Tage und man hat eine ordentliche Menge an selbstgebrautem Bier. Einen Link, mit welchem du zu einem preisgünstigen Bierbrauset gelangst, findest du unten in der Infobox. Sollte dein Vater sportlich sein und einem Hobby nachgehen, kann man entsprechende Sportaccessoires verschenken. Wenn er Volleyball oder Fußball spielen sollte, sind beispielsweise Knieschoner immer eine gute Idee. Sollte es keine große Auswahl an Zubehör für diese Sportart geben, ist eine Sporttasche die nächste Wahl. Wenn du jetzt unten auf die Infobox klickst, findest du einen Link zu einer preiswerten Sporttasche. Ebenso freut sich jeder Vater über personalisierte Geschenke. Beispielsweise bei DM kann man die unterschiedlichsten Produkte mit Bildern und Namen bedrucken lassen. So denkt dein Vater beim Kaffeetrinken oder beim Zubettgehen an einen, wenn er die Tasse oder das Kissen mit dem gemeinsamen Bild anschauen kann. Diese und weitere personalisierbare Produkte findest du unten in der Infobox. Neben all diesen Geschenken mit Geldwert kannst du deine Wertschätzung jedoch zeigen, indem du das Wichtigste schenkst, was du hast: deine Zeit. Hier kann man ganz einfach einen Gutschein basteln, mit Ausflügen, die ihr beide gemeinsam erleben könnt. Denn gerade an Weihnachten geht es heutzutage leider oft nur noch um Kommerz. Frag dich doch einmal, warum feiern wir Weihnachten überhaupt? Schenke deinem Papa einen gemeinsamen Ausflug. So schaffst du Erinnerungen, die nie in Vergessenheit geraten werden. Noch ein kleiner Tipp zum Schluss. Legt euch einen Wunschzettel an. Mach es dir zur Angewohnheit, das ganze Jahr über jede spannende Geschenkidee sofort aufzuschreiben. Ab und zu stößt du zufällig beim Shoppen auf eine originelle Geschenkidee. Ein anderes Mal schnappst du etwas auf, was dein Papa gut findet. So hast du jedes Jahr neue Geschenkideen und dein Vater wird sich zusätzlich freuen, dass du ihm zugehört hast. Das war's mit dem Video. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn du neu auf unserem Kanal bist und dir dieser gefällt, kannst du uns gerne mit einem Daumen nach oben und einem Abo unterstützen.